Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Es ist ja offenkundig, dass hier heute bei diesem Gesetz im Hohen Haus es ja nicht um einen Gegensatz geht zwischen Regierung und Opposition, sondern es geht um ein Gesetz, was eigentlich in dieser Form eine völlige Novität ist, weil wir zum ersten Mal als Gesetzgeber in der Geschichte per Gesetz Tarifverträge, die allgemeinverbindlich anerkannt worden sind, deren Allgemeinverbindlichkeit durch höchstrichterliche Rechtsprechung durch das Bundesarbeitsgericht am 21. September als nicht ordnungsgemäß in seinem technischen Ablauf und in seinen formalen Voraussetzungen angesehen wurde, jetzt durch ein Gesetz heilen. Das ist mehr als ungewöhnlich, und die Gefahr des Gesetzgebers, jetzt plötzlich im Nachhinein in dieses Verfahren nicht nur einzugreifen, sondern auch in die Inhalte dieser Tarifverträge, war nicht gering, und dem haben wir widerstanden. Wir haben nicht bewertet und werten auch nicht, was die Tarifvertragsparteien bei ihren Tarifverträgen ausgehandelt haben. Dass ein Bundesarbeitsgericht zu dem Urteil kommt, dass es rückwirkend Formfehler gegeben hat und deswegen alles rückwirkend nicht gilt, ist eben eine Geschichte, die uns jetzt herausfordert. Und in der Tat geht es darum, die vorhin auch von meinen Vorrednern benannten Situationen der Menschen, die über die Sozialkasse Bau ihre Alterssicherung, ihre berufliche Ausbildung und ihre Urlaubsrückstellungen abgesichert haben, jetzt nicht ins Bodenlose zu fallen. Denn nachdem das Gericht so entschieden hat, haben sich jetzt die Anforderungen von Firmen an die Sozialkasse gehäuft, und deswegen bedroht die Gefahr der Überschuldung. Ob sie wirklich vor der Tür steht, können wir nicht beurteilen, können wir als Gesetzgeber nicht wissen. Wir sind da nicht in den Büchern, und wir sind auch keine Wirtschaftsprüfer. Wir haben uns das angehört, die Tarifpartner haben uns das so vorgetragen, und es geht jetzt darum, die Grundlagen zu sichern. Allerdings liegt mir sehr daran, sehr deutlich zu machen, dass die CDU-CSU-Fraktion sich in dieser Frage mehr als schwer getan hat. Und zwar deswegen, weil eigentlich auch bei dem Hintergrund dieses Gesetzes es nicht so sehr um die Frage der Formfehler geht, das auch, sondern es geht um die in den letzten Jahren entstandenen, um es vorsichtig zu sagen, erheblichen atmosphärischen Störungen zwischen der Sozialkasse Bau und den durch die Sozialkasse Bau tangierenden links und rechts betroffenen Baunebengewerken. Und es hat über viele, viele Jahre, ich will nicht gerade sagen eine Sprachlosigkeit, aber zumindest eine Tiefkühlatmosphäre zwischen den Betroffenen geherrscht. Und diese Dinge haben sich aufgrund dieser Entwicklung entladen. Ich halte es für richtig und gut, dass es uns gelungen ist, auch als Unionsfraktion, die unterschiedlichen Partner an den Tisch zu bringen, sodass dort das Bauhauptgewerbe und das Baunebengewerbe endlich sich darauf verständigt haben, wie sie in Zukunft die Dinge gemeinsam gestalten können. Wohlgemerkt, nicht der Gesetzgeber hat gesagt, was hinten bei rauskommen soll, sondern sie haben selbst verhandelt und selbst entschieden, was dabei herauskommen soll. Ich bin dankbar, dass dies möglich war. Ich halte das auch für richtig. Ich kann mich, meine Damen und Herren, den Sorgen, die der Kollege Birkwardt gerade genannt hat, nur anschließen. Nämlich die Sorge, dass jetzt auf einmal die Betriebe, die rückwirkend jetzt doch wieder zahlen müssen, jetzt vor großen Problemen stehen. Und deswegen freue ich mich sehr, dass der Ausschuss für Arbeit und Soziales gestern in seiner breiten und großen Mehrheit eine Ausschusserklärung abgegeben hat, wo eindeutig die Forderung an die Sozialkasse drinsteht, zu der sie sich übrigens selbst verpflichtet hat, nämlich diejenigen, die geklagt haben, jetzt nicht durch dieses Gesetz, was wir heute machen, im Nachhinein wieder zu den Beiträgen zu zwingen, sondern sie von den Forderungen freizustellen. Ich halte das für richtig. Ich rate der Sozialkasse Bau, dieses Verfahren schnell, zügig anzugehen. Wir haben das in unserer Erklärung auch entsprechend deutlich gemacht. Und noch eins, meine Damen und Herren, haben wir deutlich gemacht und unterstreichen dies auch. Es soll sich jetzt keiner einbilden, dass das, was an Verwerfungen und atmosphärischen Störungen sich in den letzten Jahren aufgebaut hat, mit dem Gesetz, was wir heute verabschieden, automatisch beendet ist. Es ist jetzt Aufgabe der Sozialkasse, für die Idee, die der Kollege Rötzel vorhin sauber dargestellt hat, die zur Sozialkasse ja geführt hat und die wir begrüßen und die in der deutschen Tariflandschaft eine Einmaligkeit darstellt, diese Idee durch ein anderes,
durch ein gesellschaftlich verantwortliches, durch ein partnerschaftlich sinnvolles und gutes Handeln auch mit denjenigen, die davon betroffen sind, dann zu neuer Blüte und zur besseren Akzeptanz zu führen. Das ist unser Ziel, solche Selbsthilfen eine Akzeptanz zuzuführen. Mit dem Gesetz leisten wir dies. Ich danke Ihnen. Vielen Dank. Als Nächste spricht die Kollegin Beate Müller-Gemmicke, Bündnis 90.